Herzlich willkommen zum heutigen Börsentalk. Heute zu Gast bei mir der Michael Hinterleitner, seines Zeichens Trader und Businessman. Hallo Michael, freue mich, dass du da bist. Hallo Thomas, grüß dich und danke, dass ich hier heute bei dir sein darf. Eine Premiere, eine Podcast-Premiere für mich. Ja, du, der Dank ist ganz auf meiner Seite. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst für dieses kurze Gespräch. Wie fangen wir an? Vielleicht stellst du dich mal kurz der Community vor, wer du bist, was du so tust, und dann kommen wir, denke ich, ohnehin in das Gespräch sehr gut hinein. Ja, sehr gerne doch. Ja, Michael Hinterleitner, mein Name, 38 mittlerweile auch schon. Und Ja, das auch schon ist gut. Thema, ja, Jungspund gegen mich. es hat mich jetzt kürzlich, eigentlich gestern erst wieder erschrocken, wie die Zeit verfliegt, im Hinblick auf, dass dieses Jahr 2020 oder aktuell gerade sehr viel Ähnlichkeit mit dem Crash 2000 hat. Aber da können wir ja darüber gerne nochmal sprechen später. Und das ist auch schon eine Weile her, ja. Ja, klar. Ja, Börsentrading ernährt mich tatsächlich seit 21 Jahren, Okay. sowohl in Form von Eigenhandel als auch in Form von Unternehmungen, die immer mit Trading zu tun hatten. Und bin also in der glücklichen Lage, tatsächlich noch nie einen Arbeitgeber gehabt zu haben. Glück, aber Pech auch, weil ich bin jetzt nicht unbedingt der strukturierteste Mensch, den es gibt. Aber ich bin trotzdem mal vorsichtig optimistisch und hoffe darauf, dass es auch so bleiben wird. Dass ich was mit Finanzen und Börse zu tun haben wollte, das war mir eigentlich sehr früh klar. Und darum hat es mich dann auch zum BWL-Studium nach Wien gezogen. Waren 10 grandiose, wunderbare Jahre mit so ziemlich allen Klischees, die dazugehören. Ja, und dann sind meine Frau und ich aber wieder im heimatlichen Oberösterreich gelandet, wohnen hier ganz in der Nähe der Seen und Berge des Salzkammerguts, wo wir uns sehr wohl fühlen und haben uns vor allem aus familiären Gründen dazu entschlossen. Und ja, mittlerweile halten uns unsere drei Jungs zwischen 1 und 7 Jahren ganz schön auf Trab. Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, ein Motto von mir ist ja, lebe nicht um zu drehen, dreh dich um zu leben. Daher versuche ich immer ganz gern, das Leben außerhalb der vier Wände ausführlich zu genießen. Aber wir sind ja aktuell in einer seltsamen Phase. Wir leben zu seltsamen Zeiten und ein Lockdown, der auf den nächsten folgt, der dadurch bedingten Action zu Hause, müssen Hobbys und Freunde da aktuell etwas hinten anstehen. Aber das schaut ja in ein paar Monaten auch schon wieder anders aus. Ja, ich denke oder hoffe schon. Ja, schon mal eine sehr interessante Einleitung aus meiner Sicht. Du sagst, du bist so seit 20, 21 Jahren dabei. Auch hier gibt es eine interessante Parallele, weil das auch genau der Zeitraum ist, wo ich dabei bin. Das heißt, du hast auch damals so im Zuge des 2000er Crashes, kann man so sagen, begonnen mit diesem ganzen Thema Börse und Trading. Ist das Leider richtig? ja, leider ja. Ende Naja. 90, Anfang 2000, genau. Aber vielleicht hat sie auch was Gutes gehabt, wenn man dann damals, ich weiß nicht, ich überlege auch, oder ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, war das eigentlich damals jetzt, ich meine, es ist Zufall natürlich gewesen, ich hatte ja damals noch gar keine Ahnung, sowas wie Börsencrash kannte ich ja gar nicht, dass es überhaupt sowas gibt, aber das war für mich schon so eine prägende Zeit, die ersten Jahre, wo es eigentlich nur nach unten ging und ich sehr viel Geld verloren habe. Oh War das ja. bei dir ähnlich oder wie bist du reingestartet in das Bei mir Thema? ist genau ähnlich. Also überragender Erfolg die ersten Monate und dann die Bruchlandung Ja. mit mehr als 100% verlorenem Kapital. Da kann ich dann gerne nochmal drauf eingehen, warum es mehr als 100% waren. Ja, Man, kann ich im mir gut Nachhinein vorstellen. sagt man sich ja immer so, man wurde zu dem, was man aktuell ist, durch die Erfahrungen und Erlebnisse, die man gemacht hat. Aber ich wäre da gerne, hätte da gerne eine schnellere Lernkurve gehabt. Naja, du im Nachhinein, ja, geht mir auch so. Andererseits denke ich auch, dass diese Fehlschläge, wie du das auch sagst, Erfahrungen sind ja nicht nur positive Erfahrungen, sondern auch negative Erfahrungen. Und vielleicht reift man sogar an denen mehr, weil wenn eh mal alles glatt läuft, dann hat man auch keinen Grund, sich zu verändern und sich weiterzuentwickeln. Aber ist das eine philosophische Diskussion? Aber interessant, dass es eigentlich der gleiche Einstieg war und der uns beide da an das Thema Börse herangeführt wird. Du hast ja auch gesagt, dass du
wenn ich das jetzt in den ersten Sätzen so richtig vernommen habe, dass du auch einige andere Projekte gemacht hast, also jetzt nicht nur Trading, aber Projekte, die mit Finanzen zu tun haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Was war da unter anderem dabei? Ja, begonnen hat es damit, hatte das Glück im Studium schon für Börsenmedien schreiben zu dürfen. Das heißt, da die Leidenschaft Trading Börse schon in ein Einkommen umgewandelt und dadurch das Studium finanzieren können auch. Und dann kam ich relativ rasch auf die Idee, einen Brokervergleich zu gründen mit Cashback pro Trade. Das war dann brokerdeal.de. Einige Jahre lang, erlaube ich mir mal zu sagen, der führende Brokervergleich im deutschsprachigen Raum. Den haben wir dann 2018 verkauft. Kann jetzt nicht mehr auf die Seite gehen. Die haben eine andere Philosophie, als wir damals hatten. Und das ist eigentlich so die grobe Leidenschaft oder die größte Leidenschaft von mir ist immer Tüfteln und Problemlösungen zu finden. Und das ist ja, dass du als Programmierprofi, wirst du ja genau wissen, wovon ich spreche, das ist ja eigentlich, also dieses Tüfteln an neuen Ideen und Verbesserungen aktueller Strategien macht mir wesentlich mehr Spaß als das Trading selbst. Naja, das Trading selbst, ich meine, auf dem Niveau, wo wir beide das betreiben, ist ja nur noch die reine Ausführung der Ideen oder des Entwicklungsprozesses, den man vorangestellt hat. Ja. Genau. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter ist, um dann diese Trading-Logiken oder diese Trading-Strategien, wenn man die dann sogar automatisiert, dann fällt dir das überhaupt komplett weg. Also du sagst es natürlich auch aus meiner Sicht komplett richtig. Das Traden an sich ist relativ langweilig und stupide, wenn man es noch manuell machen muss, sofern man sich natürlich im Vorfeld die richtigen Gedanken macht. Also auch hier sehe ich, dass ja viele Gemeinsamkeiten von uns beiden, mich auch was den Zugang zum Thema Trading betrifft. Ja. Wobei ich jetzt ein bisschen zu viel der Ehre ist, ich bin jetzt selber kein Programmierprofi. Also ich kann die notwendigsten Dinge machen. Ich bin kein Coder, ich werde es auch nie werden und es macht mir auch keinen Spaß, was zu programmieren. Das ist ja halt ein nötiges Übel. Aber es gibt ja auch Möglichkeiten heute, wo man relativ weit auch ohne Programmierung kommt. Beim Thema Backtesting, beim Thema Algo-Trading, auch wenn man es Algo-Trading nennt, das passiert ja dann alles im Hintergrund. Aber das ist ja auch das Schöne, dass es relativ einfach geworden ist, solche Strategien auch zu erzeugen Ja, in aber der. das ist noch ein Skill, den ich mir für Ja. dieses Jahr vorgenommen habe, zu erlernen, um ja nicht ständig auf andere angewiesen zu sein. Okay. Bis dahin brauche ich halt noch so 15 bis 30 Minuten täglich für Analyse und Orderaufgabe. Naja, aber das ist ja Und der Rest ist überschaubar, ja dann ja. ist überschaubar, ja. Ich genieße das auch sehr und habe dann eben auch Zeit, A, für die angenehmen Zeiten des Lebens und B, um an neuen Ideen und Unternehmungen zu tüfteln. Und ja, mache das auch ganz gerne in Form eines Newsletters, den ich da auf michaelhinterleitner.de vertreibe und kostenlos. Und da versuche ich einfach meine Erfahrungen, teuer erkauften Erfahrungen der letzten 20 Jahre, ein bisschen so weiterzugeben, wie ich es gerne oder wie ich es am Anfang selbst gebraucht hätte. Ich werde dann natürlich noch, wenn wir dieses Gespräch abgeschlossen haben und wenn dann der Mitschnitt veröffentlicht wird, werde ich natürlich die entsprechenden Links auch noch darunter platzieren, also deine Homepage michaelhinterleitner.de beziehungsweise auch auf deinen Newsletter hinweisen, damit die Leute sich eben auch über dich und deine Projekte, die da sicher alle sehr spannend sind, die in der Pipeline sind, sich auch hier regelmäßig informieren können. Aber gehen wir vielleicht ein bisschen ins Trading rein, in das Thema. Wie schaut denn Trading-Ansatz aus? Was tradest du eigentlich, bevor wir vielleicht dann über die Technik selber sprechen, aber welche Märkte tradest du eigentlich? Und vor allem, wie bist du zu diesen Märkten gekommen? Ich meine, man sollte ja, oder wirst du es uns gleich erzählen, aber viele Dinge kann man ja auch irgendwo logisch herleiten, warum man etwas tradet und etwas anderes vielleicht nicht. Aber wie war das bei dir? Was magst du eigentlich im Trading? Ja, also es war eine längere Reise. Angelangt bin ich jetzt seit einigen Jahren zu 90% bei Aktien, bei Einzeltiteln, zwar im Zeitfenster Tageschart. Okay. Also eine Kerze ist ein Tag für die Einsteiger, die hier zuhören, wo ich einfach nicht mehr ins Intraday-Zeitfenster reinzoome. Davon habe ich mich gelöst, auch weil ich endlich mal die Aufzeichnungen ausgewertet habe und gesehen habe, dass ich kein begnadeter Daytrader bin.
und einfach schwarz auf weiß gesehen habe, diese Swing Trades auf Sicht von wenigen Tagen Haltedauer, da performe ich am besten. Und die Aktien haben einen riesigen Vorteil gegenüber jetzt, wenn ich mich auf ein, zwei, drei Indizes stützen würde, ist, es gibt immer wo ein sauberes Setup. Das stimmt. Und so komme ich raus von der Falle, dass ich, wenn ich schon Zeit investiere vor dem Schirm, dann auch unbedingt aktiv werden möchte und dann vielleicht ins Overtrading gerate, also in Signale umsetze, die nicht sauber sind. Und das riesige Aktienuniversum gibt mir halt diesen Luxus, dass ich den Screener mit meinen Kriterien anwerfen kann und hier immer irgendwo fündig werde. Und zwar sowohl auf der Long- als auch auf der Short-Seite. Okay, also Long und Short. Auch hier wirklich faszinierend. Die Parallelen, ist ja bekannt, dass ich ebenso Aktien trade, aus ähnlichen Gründen wie du, dass es einfach sehr viele handelbare Instrumente gibt und man dadurch auch sehr viele Signale bekommt, generieren kann aus einem. Trotzdem haben wir uns erst vor kurzem kennengelernt eigentlich. Ja, also es stimmt. Wir haben uns jetzt, ich meine, vom Namen her, ja, sind wir uns wahrscheinlich schon länger bekannt gegenseitig, aber das stimmt, der persönliche Kontakt, glaube ich, ist jetzt ein Jahr oder so alt. Aber interessant ist es wirklich, dass es hier einige Gemeinsamkeiten gibt. Und ich meine, ich kenne auch selber einige Trader noch von meiner Zeit in der Vermögensberatung und auch von den Vermögensverwaltern, mit denen wir kooperiert haben. Da machen sehr viele mit Aktien, wenn sie im Bereich Trading unterwegs sind oder eben mit Futures. Aber viele andere Dinge, die halt der private Trader gerne handelt, wie FX oder so, das wird da eher gemieden aus, wenn man es ein bisschen von der professionellen Warte sieht, aus verständlichen Gründen. Aber jeder soll tun, was er will. Aber sehr interessant. Also Aktien, Long und Short. Short Trading würde mich jetzt vielleicht so kurzer Einblick interessieren. Also ich sage es mal, wie ich mir das denke, Short bei Aktien, End-of-Day-Basis ist extrem schwierig. Ja. Also da gibt es auf Systemsicht relativ wenig, was wirklich nachhaltig funktioniert. Welche Erfahrungen hast du mit dem Short-Selling gemacht? Tatsächlich bekomme ich mehr Signale auf der Short-Seite als auf der Long-Seite. Ja, beim Swing-Traden im Moment bei den Märkten wahrscheinlich, ja. Und die Kennzahlen sind aber für meine Long-Trades profitabler, besser. Mhm, das ist interessant natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen behalte ich das, die Short-Trades trotzdem bei, weil sie mein Risiko extrem abfangen. Also ich bin jetzt nie irgendwie mit 8 Long-Positionen übers Wochenende investiert, sondern ich habe entweder immer Long und Shorts gleichzeitig im Depot. Oder ganz wenige Positionen, nur wenn ich nur auf einer Seite aktuell investiert bin. Okay, also eher auf der vorsichtigen Seite unterwegs, was ja kein Fehler ist, ja klar. Die Shorts glätten einfach, das Ganze glättet einfach die Ertragskurve und nimmt die Spitzen weg. Nach unten hin vor allem, allerdings auch, das sage ich auch gleich dazu, auch nach oben hin. Also wenn ich jetzt auf Instagram und Facebook schaue, kann ich mit den ganzen tollen Long-Gewinnen, die im November, Dezember erzielt wurden, nicht mithalten. Aber das ist halt dieses langfristigere Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dach denken, sage ich ganz gern. Und da bleibe ich natürlich bei meiner Brot- und Butter-Strategie, wo ich über Jahre weiß, was ich ungefähr wie zu erwarten habe und in welchen Phasen sie besser funktionieren, in welchen Phasen nicht so gut. Okay, also Intraday-Trading magst du nicht. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Geht mir ähnlich, könnte man natürlich im Bereich der automatisierten Systeme machen, natürlich mit einem Rattenschwanz dahinter an Technik, der dafür notwendig ist, permanente Kursversorgung, ausgeklügelte Order Execution Algos und so weiter. Also das ist alles dann natürlich sehr komplex und auch, glaube ich, gar nicht unbedingt notwendig, weil im End-of-Day-Bereich ist natürlich auch genug zu holen, wenn man hier seine Hausaufgaben macht. Ja, das Tüfteln nimmt ja nie ein Ende, ja, ich schließe es nicht aus. Ich liebe eigentlich immer wieder mal damit, jetzt statt zur Börsenöffnung die Orders reinzugeben, also vor Börsenöffnung die Orders abzuschicken, das mal um 9.30 Uhr oder 10 Uhr erst zu machen oder bei US-Aktien um 16 Uhr. Aber die Performance-Verbesserungen, die sich dadurch ergeben könnten oder können, stehen für mich dann in keinem Aufwand zum in keinem Relation zum Aufwand zum Erhöhen.
Ja, interessant, interessante Ansätze. Aber das heißt, wir haben das ja im Vorfeld jetzt kurz besprochen. Du gehst ja auch über den Weg der Algorithmen. Das heißt, du hast eigentlich klare Regeln, denen du folgst bei allen Trading-Segmenten, Entry-Exits und so weiter. Gibt es da noch eine diskretionäre Komponente bei dir, dass du dir das trotzdem vorbehältst, hin und wieder auch mal einzugreifen oder folgst du einfach den Systemlogiken, komme, was da wolle? Ja, Regeln ja, aber leider ja auch diskretionär ist noch dabei. Also ich kann meine Strategie noch nicht hundertprozentig automatisieren bzw. Okay. programmieren, weil das ist auch diesem riesigen Universum der Aktien geschuldet. Ich habe meine Kriterien und bekomme jetzt heute, einmal übertrieben, im DAX 30 sechs Kaufsignale. Habe aber noch Platz für zwei Longs, dann habe ich jetzt hier keine harten Kriterien, wie ich die Reihung mache, sondern entscheide mich für die sympathischsten Signale. Okay. Und das kommt dann ein bisschen aus der Erfahrung raus. Was sind die zwei sympathischsten, vielversprechendsten von diesen sechs Signalen? Okay. Das habe ich noch nicht geschafft, in einen Code zu pressen bisher. Okay. Ja, das ist im Prinzip das Thema Position Priority. Man könnte natürlich mit Hard Facts dieses Ranking machen. Man muss es nicht machen. Ich selber tue es, weil ich mir da das Denken erspare und dieses manuelle Bewerten von Signalen, wo ich mich dann im Nachhinein wahrscheinlich auch immer wieder ärgern würde, falls ich mal die falschen erwische. Und so ist es einfach Ja, vorgegeben und das ich kommt brauche vor. mir ja keine Gedanken darüber machen. Aber es ist okay. Also ich habe auch einige meiner Klienten, die diesen Prozess so ähnlich wie du gestalten. Also da gibt es ja dann mehr Signale, als man Platz zum Traden hat und dann wird halt individuell entschieden, weil ja die Signale letztlich gleichwertig sind und es muss ja nicht unbedingt eine Signalsortierung erfolgen. Also Ja, ist und dann gibt ein es auch noch interessanter Ansatz. diese neuen Setups, die ich arbeite, die sind dann immer im Fluss in den ersten Monaten, in den ersten 6 bis 12 Monaten, bis die dann wirklich sich ein Regelwerk herauskristallisiert. Und bis dahin wird das in der Regel manuell ausgeführt. Die Exits sind immer ganz starr, die Exit-Regeln. Der Einstieg wird halt dann so lange abgeklopft, bis er von Fehlern befreit ist. Und dann wäre das Ultima Ratio, das programmiert zu bekommen. Wenn wir jetzt nur ganz kurz so Ja oder Nein spielen bei Thema Entry oder Exit, was ist für dich wichtiger bei einem Trading-System? Ich war früher ganz klar auf der Exit-Seite, bin da mittlerweile umgeschwenkt. Wenn ich mal provokant sagen darf, ich versuche nicht mehr aus Scheiße Gold zu machen. Wenn der Einstieg nichts taugt, dann kannst du rundherum Curve-Fitting, nennt sich das schöne Wort, den Exit schon so hinzubiegen, dass der in einer Phase funktioniert hätte und trotzdem eine erfolgreiche Strategie rausgekommen wäre. Aber langfristig, wenn der Einstieg schon keinen Edge bringt, also keinen Vorteil gegenüber Münzwurf, dann kümmere ich mich nicht mehr darum, irgendwie schon die Ausstiege zu optimieren. Also mittlerweile steht an erster Stelle immer, hat das Einstiegssignal einen Edge? Und wenn ich das früher schon so also gemacht hätte, hätte ich mir viele Tage, Wochen, Monate an Backtesting und Optimierungszeiten erspart, bevor man jetzt herauszufinden versucht, ob das optimale Kursziel bei 3 ATR oder bei 3,2 ATR liegt, sehe ich mir jetzt im ersten Schritt an, ob ich überhaupt einen Vorteil gegenüber Münzwurf habe beim Einstieg. Ja, du sprichst da was Interessantes an und ich kann diese Aussage von dir nur zu 100% unterstreichen. Auch aus meiner Sicht ist der Entry mit Abstand das wichtigste Kernsegment eines Trading-Systems. Natürlich kann man auch mit dem Exit viel kaputt machen, wenn der schlecht ist. Aber umgekehrt, du kannst mit einem schlechten Entry nicht traden, weil dann fehlt das, was du richtigerweise gesagt hast, nämlich der Vorteil. Und das ist ja der ganze Sinn des Tradens, dass wir gewisse Konstellationen suchen, dass wir gewisse Übertreibungen oder Anomalien an den Märkten suchen, die wir ausnützen wollen. Wenn das fehlt, dann fehlt eigentlich der Sinn, warum ich eigentlich eingestiegen bin, ja, in diese Position. Und dann noch versuchen, mit einem Exit was zu retten, mag da oder dort funktionieren, aber unter dem Strich ist es sicherlich der komplett aus meiner Sicht falsche Zugang. Also sehe ich ähnlich wie du, aber ich glaube, diese Erfahrungen, die macht man vielleicht auch erst mit der Zeit, weil so wie du richtig gesagt hast, du warst ja nicht immer dieser Meinung und ich auch nicht. Also ich glaube, wenn man sich sehr viel mit dem Thema Backtesting beschäftigt, dann lernt man nämlich wirklich etwas über die Märkte. Ja, das ist ja eigentlich der einzige Weg, wie man
Erfahrungen sammeln kann, ist es nicht das Zuschauen und den ganzen Tag vor dem Chart sitzen, sondern wirklich zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn was funktioniert, dann nützen wir es und wenn nicht, dann lassen wir es bleiben. Ja. Und, aber da muss man erst hinkommen, gedanklich jetzt. Ja, das ist ein Prozess und da muss jeder durch. Ich hätte gern gehabt, dass mich da jemand an die Hand nimmt und ein bisschen rascher da durchführt, aber ja. Naja, das war halt, wie wir angefangen haben, so um die 2000, um die Jahrtausendwende herum. Ich meine, wenn du dich erinnerst, das war ja damals eine Trading-Landschaft, die ist ja nicht mit der heutigen vergleichbar. Es gab vielleicht ein paar Trading-Bücher, wenn es da Glück gehabt hast, auf Deutsch, die meisten waren Englisch. Es gab so gut wie keine Information im Netz, Social Media gab es gar noch nicht. Also das war Gebühren, ja nicht so einfach. Aber, ja. Also das war aber eine... Gebühren waren astronomisch damals noch teilweise. Ja, also ich glaube bei meinem Broker 10 Euro für eine Order. Ja, das kannst du vergessen. Also so richtig traden kannst du da nicht, zumindest nicht das, was wir heute unter Trading verstehen. Aber interessanterweise, die breite Masse ist deswegen nicht erfolgreicher geworden. Also die meisten verlieren stimmt, nach und wie vor. das gibt ihnen dann wieder zu denken, ja, worauf es denn im Endeffekt dann wirklich ankommt. Sind es die Ordergebühren oder ist es der Edge? Und da bin ich mittlerweile Naja, kleiner Meinung. klar, ich meine, die Ordergebühren tragen natürlich einen Teil dazu bei, aber das sind natürlich nicht der Grund, warum die meisten leider noch immer auf komplett die falschen Dinge beim Trading setzen. Aber lass uns jetzt vielleicht mal kurz noch einen Schritt zurück machen. Trading seit 2000 bei dir, aber wieso eigentlich? Wie bist du dazu gekommen? Was hat dich da fasziniert an der Börse? Ich habe einen 3 Jahre älteren Bruder und der kam irgendwann mal nach Hause mit so einer gelben, scheinbar vergilbten Zeitung. Vielleicht kennst du die, den Börsenkurier. Ja, habe ich ja geschrieben für die, klar, kenne ich den. Ah, top. Großartige Zeitung, war dann natürlich sofort abonniert und ich war dann noch minderjährig. Er hat schon seinen ersten Fonds gekauft. Ja, und ich war halt von Anfang an einfach fasziniert und habe ihm dann schon mal mein erstes Taschengeld gegeben und er hat dann für mich geordert. Das war dann 98, 99 rein. Und da sind wir halt in der Endphase des Dotcom-Booms. Da konnte man ja nichts falsch machen. Dann kam noch die Zeitschrift Der Aktionär dazu. Ja. Diesem schönen Mittelteil an Biotech und Nasdaq-Titeln, die natürlich nur sich verzehnfachen konnten. Ja klar, was ja, sonst? Ne? Das war halt einfach damals und zu einfach leider. Richtig los ging es dann bei mir, als ich 18 wurde. Das war im April 2000. Und wenn man da im Chart zurückscrollt, da war das so ziemlich der Höhepunkt der Dotcom-Blase. Ja, wie sich es für einen Anfänger, für einen arroganten Anfänger, muss ich dazu sagen, noch gehört, natürlich alles weg. Und nicht nur das, sondern sogar noch mehr, weil ich so dumm war und habe dann in der Euphorie auch noch Gelder von Freunden und Familie angelegt, für diese investiert. Okay. Ja, Klassiker und habe ja sogar mit Excel mich schon reich gerechnet, wann ich und mein Bruder Millionär sein würden, wenn es so weiterläuft wie bis Anfang 2000. Ging dann natürlich schön nach hinten los. War dann so ein bisschen, hat dann ein bisschen die Sturheit oder sie war schon ein bisschen Rachsucht auch, dass ich da dran geblieben bin. So mein Antrieb erstmals. Natürlich, man will das wieder reinholen, man will sich da von dieser Schmach wieder befreien. Und diese Lektionen, Einhalten von Stopps etc., die will man natürlich dann gelernt haben und umsetzen. Aber diese Rache dreht sich natürlich wieder keine gute Voraussetzung für nachhaltigen, reproduzierbaren Erfolg. Und das hat dann doch wesentlich länger gedauert. Da war ich ein bisschen schmerzresistent. Aber was lange währt, wurde dann doch endlich gut. Hast du ungefähr ein Gefühl, wie lange hast du gebraucht, um dann sozusagen den Dreh rauszuhaben, also bis du dann profitabel warst, wie lange war das etwa? Eine Trading-Sünde von mir ist ja, ich bin ein lausiger Buchhalter, das heißt, ich kann es jetzt nicht rückblickend nicht mehr schwarz auf weiß nachvollziehen, aber so vom Gefühl her würde ich schon sagen 10 Jahre. Rund 10 Jahre, bis ich wirklich wusste, dass es konsistent reproduzierbar klappt. Ja. Das sollte man vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer eine eventuelle Illusion auch nehmen. Trading ist nichts, was ihr durch 3 Monate Theorie und 6 Monate Praxis beherrschen könnt. Ja, das ist ein nie endender, ja, großteils schmerzvoller, teurer Lernprozess mit sehr hoher Durchfallquote. Das hören die meisten natürlich nicht gerne, vor allem jetzt gerade in dieser Hochboom-Übertreibungsphase, wo die Online-Broker ja Wartezeiten haben, dass man sich überhaupt registrieren kann.
Ja, aber ist Fakt, ist ein Beruf wie jeder andere auch, der erlernt werden will. Gut, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der von der Sorte der raschesten Auffassungsgabe oder der größten Arbeitsdisziplin, aber so 3 Jahre Minimum nenne ich eigentlich immer, wenn ich gefragt werde, wie lange es wohl dauert, bis man einen Bogen raushaben kann. Naja, auf jeden Fall. Ich sehe es immer wie einen Beruf, ne? Und jetzt, wenn ich an den klassischen Lehrberuf denke, jetzt gar nicht mal an ein Studium, aber auch da hast du 3 Jahre, bis du dann eine abgeschlossene Berufsausbildung hast. Und warum soll es denn beim Traden anders sein? Im Gegenteil, also das ist ja schon du bist ja da schon mit Teilen der Hochfinanz, in Konkurrenz. Und die nehmen natürlich auf dich als Beginner oder auf einen Beginner keine Rücksicht. Und das Thema wird natürlich unterschätzt, weil einfach, wie du Absolut. sagst, ne, Konten werden rasch eröffnet und dann geht schon los mit ein paar 100 € mit Riesenhebel und dann ist das Geld weg, ja, und keiner weiß eigentlich, was da geschehen ist. Und das ist halt nicht vernünftig. Aber ich glaube, wir waren ja auch nicht viel besser am Beginn. Also wir haben ja auch diese Nee, Fehler es ist gemacht doch, und die muss jeder machen. ich versuche auch nicht jetzt mit so erhobenem Zeigefinger da den Moralapostel zu spielen. Es muss da jeder selber durch. Ich hätte es halt ganz gern. Ich habe die Illusion, dass ich bei ein paar Lesern ein bisschen abdämpfen kann, dann diese Bauchlandung Na und vielleicht klar. die Lernkurve einfach, ich möchte Ja. einfach ein bisschen abkürzen und Ja. versteilern. Ganz aufschlussreich finde ich ja immer, wenn ich ein bisschen erfahrenere Trader frage, würdest du denn deinen Kindern raten, den Weg eines Traders zu beschreiten? Sagt ja kaum einer ja. Das ist eigentlich ganz witzig. Na, ich habe keine Kinder, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass ich sage, hey, lern was Gescheites, ja. Ich meine, es ist halt, ja. Ganz ehrlich, vor allem wenn man jetzt so bequem ist wie ich, wäre es finanziell attraktiver, das Studium fertig zu machen und einen gut bezahlten Akademikerjob anzunehmen. Aber das könnte auch wesentlich langweiliger sein. Ja, natürlich. Ich meine, Trading ist halt schon etwas, ja, wo man jetzt, natürlich geht es letztlich darum, dass wir Geld verdienen an den Märkten, aber es ist halt ein Job, der auch viele andere Komponenten mit sich bringt, die viele bewusst oder auch unbewusst anstreben, wie zum Beispiel Freiheit oder Selbstbestimmung, diese Dinge, so der Traum, ich brauche eigentlich nichts außer ein Laptop, Internet und kann auf der ganzen Welt sitzen und traden und mein Geld verdienen. Das wünschen sich halt viele, ja. Ja, keine Und Frage, es ist extremer Luxus. Das sind wir schon natürlich sehr privilegiert im Trading-Bereich. Und das sind sicherlich auch Ziele, wo, wenn ich mit Tradern spreche, da wird natürlich das Geldverdienen genannt, aber oft kommt auch eben dieser Freiheitsgedanke durch. Absolut, Und absolut. Es ist extrem spürbar, ja gerade in diesen schwierigen Lockdown-Zeiten mit 3 Kindern ja. zu Hause. Ich bleibe halt morgen so lange, bis ich gebraucht werde und bleibe auch mal einen halben Tag oder Tag zu Hause. Und jetzt haben wir gerade wieder Winterwunderland und ich freue mich jetzt schon nach unserem tollen Interview wieder auf die Bobpiste zu gehen. Das ist halt jetzt, das ist schon privilegiert, ja. Ja, klar. Aber das ist halt etwas, was man sich eben auch erarbeiten muss mit den Jahren. Und aber du hast gesagt, so ungefähr 10 Jahre. Kannst du einen Anhaltspunkt geben, was sich damals dann irgendwann doch bei dir verändert hat, dass es dann geklappt hat? Was hast du dann anders gemacht? Ich meine, die Technik entwickelt sich weiter. Aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, das war jetzt eigentlich so der Auslöser, da hat es jetzt Klick gemacht und jetzt hat es irgendwann funktioniert? Ja, super Frage. Also der Game Changer bei mir war wohl die Dokumentation. Also Okay. ich bin immer zu faul gewesen für ein ordentliches Trading-Journal, wirklich alles zu dokumentieren, jetzt nicht nur die Daten, sondern auch festzuhalten, warum habe ich jetzt beim Ausstieg doch statt einem Kursziel dann einen Trailing-Stop draus gemacht? Warum habe ich an dem Tag Aktie X und nicht Aktie Y genommen? Erst als ich damit richtig begonnen habe, das zu dokumentieren und dann eben auch auszuwerten jedes Wochenende, hat es dann nicht nur einmal Klick gemacht, sondern mehrmals Klick gemacht. Okay. Da ist dann zum Beispiel eben der Groschen gefallen, dass ich für Daytrading nicht geboren bin und damit eigentlich Geld versenke langfristig, auch wenn es immer wieder mal Harakiri-Phasen nach oben gab. Aber das hat mir einfach klar gezeigt, dass Swing Trading mit Aktien meine Stärke ist und darauf habe ich mich dann konzentriert. Ja, mit dem angenehmen Nebeneffekt, ja auch schlagartig mehr Zeit zu haben. Also Dokumentation ist so eine meiner beiden großen Trading-Sünden und da gibt es zumindest einen schönen Spruch, den ich auch gerne wiederhole, was du nicht misst, kannst du nicht verbessern.
Und da sage ich auch dann den Lesern und den Coaches ganz gerne, einfach auswerten, regelmäßig nach Mustern zu suchen, was funktioniert nachweislich gut, aber vor allem auch, was funktioniert nachweislich nicht gut. Mhm. Und alleine, dass man diese reproduzierbaren Fehler weglässt künftig, verbessert sich die Performance dramatisch. Da muss ich mich jetzt gar nicht auf die Stärken konzentrieren, die man natürlich auch mit Journal super ausfindig machen kann, wie eigentlich kann ich die Stops enger legen, die wurden eigentlich selten ausgereizt oder die Kursziele waren ein Ticken zu optimistisch, gehe ich einfach ein paar Cent darunter. Und ja, und da bin ich dann einfach eigentlich mehr oder weniger hingegangen ab dem Zeitpunkt, habe dann das Streben nach diesen Edges, ja, nach diesen Vorteilen in den Mittelpunkt gestellt, anstatt dauernd herumzufeilen, soll ich den Kursziel ein bisschen enger setzen, soll ich jetzt am sechsten Tag raus statt am siebten Tag, das sind dann nur noch Details. Aber wenn jetzt das Monitoring ordentlich betrieben wird, und das habe ich bis dahin nicht ordentlich betrieben, dann ist das schon auf einem ganz anderen Level. Okay. Also viele stecken ja, ich habe bis dahin dazugehört, viele stecken ja dann den Kopf einfach in den Sand. Ja. Es ist gut gelaufen einen Monat, ja, dann nimmt man das selbstverständlich hin, das hat man sich ja verdient. Läuft einen Monat schlecht, dann unter den Teppich damit, der nächste wird schon wieder anders laufen. Aber man sieht sich eigentlich gar nicht an, warum und wieso. Und das ist keine Herangehensweise. Trading ist ein Business wie jedes andere auch und da gehört Buchhaltung nun mal dazu. Ja, es ist richtig, was du ansprichst, also Dokumentation ist das A und O oder eines der wichtigen Dinge im Traden, aber nicht der Dokumentation willen, sondern weil man daraus was lernen will. Ja. Und da ist natürlich entweder, wenn ich diskretionär trade, eine Art Trading-Journal wichtig, wo ich einfach meine Eckdaten zusammenschreibe und dann nach gewissen Mustern suche. Oder eben, ich mag es mit Backtesting, wenn ich mich jetzt wirklich eins zu eins an den Algorithmus halte und versuche halt hier Verbesserungen in meine Systeme hineinzubringen. Also vielleicht ein ganz wichtiger Ratschlag für alle Zuhörer, einfach nicht darauf lostraden, sondern sich strategische Gedanken machen, das wirklich als Unternehmer sehen, das Trading-Business. Da gehört einfach mehr dazu, als einfach auf den Knopf Buy und Sell zu drücken, sondern da muss man halt wirklich auch im Hintergrund einen guten Job machen. Ja, der berühmte Tradingplan. Ja, klar, Tradingplan und auch dann die Umsetzung und die Verbesserung des Tradingplans und da fehlt es halt sicherlich an vielen Ecken bei manchen, ja, muss man leider so sagen. Das ist eine klassische Kinderkrankheit, ja. Na ja, klar, ja. Sag mal, Trading, ja okay, wissen wir jetzt, aber magst du auch langfristige Sachen? Bist du auch Investor oder magst du wirklich nur Trading? Ja, da sprichst du einen wunden Punkt an, ehrlich gesagt. Ich hatte schon mal ein längerfristiges Depot für die sogenannte Altersvorsorge begonnen. Mit Netflix, Amazon, auch Tesla. Aber ich, dämlicher Trader, habe da einfach zu oft reingesehen und viel zu früh wieder glattgestellt. Und das streue ich aktuell Wert aufs Breite, auch in Peer-to-Peer, also in Peer-to-Peer-Kredite rein und auch in längerfristige Sparpläne auch für die Kinder. Aber eigentlich investiere ich neben dem Trading das meiste in meine Unternehmungen, weil die mir da das Spannendste und die beste Rendite auch versprechen. Ja, ist ja auch ein Investment sozusagen, muss jetzt kein Börsen notiertes Investment sein, aber sicherlich sehr interessant, dass man halt hier auch ein bisschen streut und halt nicht nur alles auf eine Karte setzt. Absolut, man glaubt immer, man hat noch Zeit dazu, aber die Zeit rast ja dahin. Naja, klar, also ich bin jetzt über 50, knapp drüber und ich habe mit 30 mit dem Thema Börse begonnen. Nachhinein gesehen tut es mir sehr leid, dass es nicht 10, 12 Jahre früher waren, aber das war halt bei mir kein Thema, weil ich einfach aus einer Familie komme oder aus einem Umfeld komme, die sich für solche Sachen nicht interessiert hat. Und bin da dann beruflich drüber gestolpert. Über das Thema muss man ja schon fast sagen. Und da hat es mich gepackt. Aber ich kann auch nur jedem raten, je früher man beginnt, desto besser ist es mit dem Thema Börse. Man muss jetzt nicht gleich traden, aber einfach sich mit dem Thema der Finanzmärkte einfach mal beschäftigen. Das ist extrem wichtig, gehört eigentlich fast zur Allgemeinbildung dazu. Es hat leider bei uns in Mitteleuropa sehr stiefmütterlich behandelt, dieses ganze Thema. Absolut. Aber es ist halt schon sehr wichtig. Ne? Da hast du denn in deinem persönlichen Umfeld jemanden, der sich auch gerne über das Thema unterhält?
Naja, es ist unterhält schon. Also so wirklich aktiv an den Märkten aktiv fällt mir jetzt eigentlich niemand ein. Wobei ich jetzt gar nicht über Trading spreche. Aber ich, mein paar haben die ein oder anderen Fonds oder ETFs. Aber also ich meine, ich bin für viele schon ein interessanter Gesprächspartner, wenn es um das Thema Börse geht. Aber da kommt halt immer dann darauf an, wie gut oder schlecht ich aufgelegt bin, sage ich ganz offen, weil wenn ich so Smalltalk oft mache und ich habe dann oft nicht so viel Lust und will jetzt gar nicht so viel reden an einem bestimmten Tag, das kommt bei mir hin und wieder mal vor, dass ich halt nicht unbedingt so kontaktfreudig bin, dann erwähne ich gar nicht, dass ich da Börse zum Beruf habe. Ja. Weil dann kommen wieder so die Diskussionen, ah, wohin wird denn der DAX dann gehen und so, und das interessiert mich eigentlich nicht, sowas. Aktuell ja wahnsinnig, werden nur zugeballert mit Tesla, Bitcoin. Jetzt noch kaufen, jetzt noch kaufen, jetzt Naja, noch. das sowieso, ja. Aber so in meinem Umfeld, na, also eigentlich, da ist es das Interesse nicht so groß, was mich jetzt gar nicht stört. Und ich will auch keinen bekehren. Also, wie ist das bei dir? Gibt es da. Ja, ich hätte jetzt so rückblickend schon ganz gerne so eine Art Kontrollinstanz gehabt, mit der man sich ein bisschen Ping-Pong spielt, mit den Ideen auch, aber auch so ein bisschen gegenseitige Kontrolle. Ja. Was hast du die Woche gut gemacht, was hast du schlecht gemacht? Wie ging es dir mit dem Dreh, wie mit dem Dreh? Das hatte ich halt überhaupt nicht. Und das verlangsamt die Entwicklung, glaube ich. Also wenn, das heißt, glaube ich, ich bin mittlerweile davon überzeugt, wenn man sich frühzeitig so eine Community schafft oder auch nur einen, ich nenne das mal Trade-Buddy, um einen Trade-Buddy umsieht, dann ist man da schon mal auf der Überholspur, Also ich dass man glaube schon, wesentlich schneller dass das Lernfortschritte hilfreich macht. ist. Ja, das ist natürlich hilfreich, weil man einfach mehr sieht, mehr hört, mehr Wissen da reinbringt und wie du sagst, eine gewisse Ja, das ist, Controlling-Funktion. ich vergleiche das ganz gerne mit Fitnesstraining oder irgendein Laufen gehen. Ja. Allein ist der Schweinehund immer groß, das mal rauszuschieben oder ach, heute lassen wir es mal. Das Aber wenn man stimmt. jemanden hat, dann klappt das wesentlich besser und Ja, effizienter. ja. Sag mal, wie hast du denn das 2020er Jahr erlebt? Ich meine, mit dem hat natürlich keiner gerechnet, was passieren wird. Klar, gerade solche Dinge hat niemand auf der Rechnung. Aber wie ist es dir denn so gegangen, so Februar, März, wie das Ganze so wirklich dann plötzlich ein Thema war, Corona? Wie hast du dann den Börsencrash miterlebt? Jetzt gar nicht so performancetechnisch, weil natürlich, wenn alles runterkracht, dann mal ist dann gut, bei dir war es vielleicht nicht so mit Long und Short, aber so generell, wie ging es dir im vergangenen Jahr jetzt, als persönlich jetzt und vielleicht auch gesundheitlich, ich hoffe alle gesund Alle und aber gesund, auch alles top. im Herzen. Das war natürlich ein Wahnsinnsjahr. Also so rückblickend, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon erfasst haben, aber da werden uns unsere Kinder und Enkel wahrscheinlich noch fragen, wie wir das erlebt haben Ja. und durchlebt haben. Die Lockdowns sind natürlich jetzt mit einem Schulpflichtigen, einem Kindergartenkind, die ständigen Lockdowns eine Herausforderung, vor allem jetzt für meine liebe, großartige Frau zu Hause, die dann halt mit allen dreien zu Hause sitzt und das Kleinkind braucht eigentlich auch noch viel Aufmerksamkeit. So gesehen war dieses Jahr für mich ein Jahr der Familie. Ich war viel zu Hause, oft halbtags. Das bremst dann halt in anderen Bereichen, aber das ist ja trotzdem das Unbezahlbarste überhaupt. Und der Luxus ja auch an diesem Trading, dass man hier nicht ständig um Urlaub oder Gleitzeit oder Ausgleichstage fragen und betteln muss. Also das habe ich zum einen familiär sehr genossen. Und zum anderen hat mir auch der Crash, das war eine schöne V-Umkehr. Wem das nicht sagt, im März Corona hat es ja runtergecrasht und dann ja sofort wieder in V-Form nach oben weggezogen. Das ist ja sehr selten der Fall. Ja, stimmt. Aber das hat auch wieder die Augen geöffnet für Adaption mancher Setups. Trendfolge ist bei sowas natürlich ganz schlecht. Erst wurden die Longs ausgestoppt und dann in der Erholung Short-Signale dann wieder ausgestoppt. Und dafür funktionieren, das war ein Anreiz, ein bisschen andere Setups auch wieder in Angriff zu nehmen, die ich dann auch mit ein paar Leuten seit Mai letzten Jahres erarbeite. Und das macht ja auch viel Spaß, hier rumzutüfteln. Und in einer kleinen Community, wo einfach alle top motiviert sind, hier Ideen auszutauschen, Performance zu tracken, abseits von Trendfolge einfach auch an andere Methoden zu feilen, weil Trends sind ja nicht die häufigste Form an der Börse, außer jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Sonst haben wir ja mehr Seitwärts- und mehr Trendwechselphasen. Deshalb ist diese Challenge immer groß für Trendfolger hier, auch da Waffen im Köcher zu haben oder Pfeile im Köcher zu haben dafür. Generell 2020 bin ich dann auf deine Blickweise auch gespannt. Also dieses, wir haben ja eine Situation, die es so noch nie gab. Ja. Niedrigzinsphase auf der einen
Billionen, die in die Wirtschaft gepumpt werden sollen. Ob sie dort ankommen, ist fraglich. Bewertungen jenseits von Gut und Böse bei Werten. Ich glaube, bei Tesla sind wir beim KGV von über 3000, aber wenn ich jetzt keinen Blödsinn sage. Also irgendwo in diesen Bereichen, es ist unfassbar. Und es ist unfassbar und mich erinnert es halt stark an das Jahr 2000. Da waren halt viele, die jetzt neu zu den ganzen Gratis-Brokern hier von dem Thema begeistert werden, noch nicht dabei. Ich hoffe, die wissen alle, was Stopp sind und dass sie diese auch einsetzen, weil ja, ich bin mittlerweile aus längerfristigen, mittelfristigen Longs raus. Also ich mache da jetzt nichts mehr. Ich warte darauf, A, wieder günstig reinzukommen oder B, ohnehin mit meinem Short-Long-Setups da zu drehen. Es ist ein bisschen suspekt. Natürlich auf der einen Seite, wo soll das ganze Geld hin? Ja, Inflation ist auch keine in Sicht, weil du sagst es. Es wird weder höhere Löhne geben zurzeit, noch wird in Produktionsanlagen, in Produktionsanlagen investiert werden. Also gehen die ganzen Gelder, die Billionen, die gepumpt und gedruckt werden, halt in ja, Immobilien, Aktien, Anleihen, Edelmetalle und wahrscheinlich auch noch Bitcoin. Nur da weiß man auch nicht, ob wann Worst Case da mal zustande kommen könnte. In so gesehen ein tolles, großartiges, spannendes Jahr, aus dem man viel lernen kann. Ob es ein böses Erwachen gibt nächste Zeit, wissen wir nicht. Wir haben keine Kristallkugel, deshalb sage ich auch immer, nicht handeln, was du glaubst, sondern handle, was du siehst. Und da suche ich halt immer nach Rücksetzern und kauf und verkaufe meine Rücksetzer. Mhm. Das ist aus dem Trading-Sicht da einfach, aber jetzt so aus, wenn man mal einen Schritt zurücktreten möchte und die Gesamtwirtschaft betrachtet, denke ich, wenn jetzt im März, April die ganzen Kurzarbeit-Zuschüsse auslaufen, die verschleppten Insolvenzen zum Tragen kommen, diese ganzen Zombie-Unternehmen, die jetzt mitgeschleppt wurden, ja. Sehe ich nicht so rosig. Nein, ich sehe es auch ähnlich. Also ich bin auch gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Ich meine, rückblickend gesehen habe ich das ja ähnlich erlebt wie du. Ich habe zum einen, das war wirklich sprunghaft von einem Tag auf den anderen, erlebt, dass plötzlich so, ich glaube im Februar ging das los, dass plötzlich die Zugriffe auf meiner Homepage explodiert sind, dass die Informationen nach Trading, nach Börse, ich weiß nicht, wo die Leute alle vorher waren, ja, wo die auf einmal alle hergekommen sind. Also es ja, ich kann es dir sagen, ich spreche auch mit den Leuten, die frage ich auch immer ganz gern, warum interessierst du dich jetzt dafür und wie bist du zu mir gekommen? Die sagen dann, die haben dann schon relativ oft gesagt, so im Frühjahr letzten Jahres, naja, mein so sicher geglaubter Job ist ja doch nicht so sicher und die blicken sich halt um Alternativen. Das wenn's auch nur ein Nebeneinkommen ist. Ja. Das kann sicher ein Grund sein. Also das war wirklich damals, sieht man ja sehr schön bei diesen ganzen Analytics-Kurven, dass das da einfach durch die Decke ging und bis jetzt eigentlich so geblieben ist, ja, muss man sagen. Also das Interesse ist riesengroß, diesen ganzen Brokerage-Buden rennen sie jetzt die Türen ein, wie du ja das auch richtig gesagt hast. Aber interessant, weil in den früheren Börsencrashes war es ja so, dass dann kein Mensch mehr was von Aktien und Börsen wissen wollte. Ja. Ja? Also wenn ich an 2008, 2009 denke, ich kann mich noch erinnern, aber es gab damals schon ein bisschen Parallelen. Ich habe zu dieser Zeit 2009 mein erstes Buch rausgebracht damals. Mitten in der Finanzkrise. Und ich habe damals mit dem Verlag gesprochen und denen gesagt, hey Jungs, jetzt mache ich, ich dachte ja damals ein Buch, dass es dann 4 oder 5 werden, wusste ich ja damals nicht, aber ich habe denen gesagt, jetzt habe ich ein Buch geschrieben und war ganz stolz darauf und habe gesagt, kein Schwein will das Buch jetzt lesen, weil sich keiner mehr für Aktien interessiert. Genau das Gegenteil war der Fall, weil damals alle von Buy and Hold die Nase voll hatten und alle plötzlich Trader werden wollten. Dieses Mal scheint es in beide Richtungen auszuschlagen. Also alle wollen jetzt anlegen und alle wollen jetzt investieren. Und scheinbar dieser Crash, weil er wahrscheinlich auch so schnell wieder Geschichte ist gewesen und die Kurse sich so schnell erholt haben. Ich meine, nach der Finanzkrise, glaube ich, hat es 6 oder 7 Jahre gedauert, bis die Kurse wieder neue Höchststände gehabt haben. Kommt jetzt darauf an, welchen Index man sich anschaut. Aber jetzt hat es nicht mal ein Jahr gedauert, bis wir wieder auf neuen All-Time-Highs waren. Also das geht halt schon sehr schnell und das kommt natürlich genau von daher, aber es war, glaube ich, einfach ein Jahr, wo die Psychologie eine extreme Rolle gespielt hat in vielerlei Hinsicht. Das Mindset, das ist natürlich immer wichtig beim Traden und beim Investment, mindestens genauso wichtig wie die richtige Technik dahinter. Oh ja, du sagst es. Aber ich denke, 2020 war ein Jahr, wo man extrem gute Nerven gebraucht hat. Zum Beispiel meine Trading-Strategien haben 2020
alle den höchsten Max Drawdown gehabt, aber alle dann im Endeffekt die höchste Jahresperformance ever. Ja. Wahnsinn. Ja, Also da kannst du dir perfekt. vorstellen, was da rundgegangen ist, wie es da rundgegangen ist. Und das waren ja auch, ähnlich wie du, eigentlich simple Swing-Trading-Ansätze mit ein paar Tage Haltedauer, also jetzt nichts, was da normalerweise um die Ohren fliegt. Aber in dieser Zeit war es eben so. Und ja, also ganz ein komisches Jahr. Und wie du sagst, wir werden da noch viele Jahre oder Jahrzehnte an diese Zeit irgendwann mal zurückdenken. Aber jetzt müssen wir mal überwinden, weil schon langsam geht mir die Geschichte ordentlich auf die Nerven. Nämlich Ja, dieses. es ist gerade, weil du sagst, der Emotionen und Psychologie, jeder Kurs kommt ja durch irgendeine Emotion zustande. Ja. Wie ein Käufer hat gleichzeitig einen Verkäufer. Und deshalb finde ich das eigentlich so spannend aus makroökonomischer Sicht auch, wo mich das eigentlich nie interessiert hat. Ja. Ich liebe auch kurzfristige Swing-Strategien, weil ich so Fundamentaldaten komplett ignorieren kann. Ich weiß auch nicht mal, was die Aktie eigentlich macht, die ich kaufe oder verkaufe. Aber aktuell, wenn ich mir anschaue, Flimmer da jetzt nichts. Ne, stimmt ja. Ryanair zum Beispiel. Ja. Notieren schon wieder auf dem knapp unterm, ja, nicht weit unterm 2018er hoch. Und notieren schon wieder über den Hochs vor Corona, vor dem Corona-Crash. Ja. Das heißt, bei Ryanair, ja, wird schon wieder angenommen, da ist schon wieder so viel Fantasie eingepreist, dass die Buchungen wahnsinnig gut ausfallen werden. Natürlich wird eine wahnsinnige Reiselust da sein, nach dem ganzen eingesperrt sein. Aber glaubt wirklich jemand, dass da mehr gereist wird als 2019? Ja, da, also viel mehr geht ja schon gar nicht mehr, glaube ich, wenn man sich anschaut, was in den Flughäfen da los war immer. Also, ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube auch, dass das sehr viel Optimismus in den Märkten ist, wahrscheinlich zu viel. So wie du sagst, gewisse Unternehmen werden ja abseits von Gut und Böse bewertet. Ich will jetzt über Tesla nicht urteilen, weil ich mich technisch gesehen ja bei dieser ganzen Elektromobilität viel zu wenig auskenne. Aber jetzt rein von den Kennzahlen betrachtet, ist das ein Wahnsinn, was da passiert. Ja, man braucht sich nur die Neuemissionen anschauen, also die Börsengänge, was da alles jetzt in den letzten Monaten an die Börse ging, Airbnb am ersten Tag 100% Aufschlag, ja gleich. Also, und wie du richtig gesagt hast, ich meine, die Politik beobachtet immer, was das Thema Zinsen betrifft, Inflation, ja, Inflationsrate ist niedrig, niedrig. Naja, wenn man sich jetzt die Kapitalmärkte anschaut, da haben wir die Inflation, ja. Weil irgendwo muss ja das Geld hin. Ja. Es ist einfach eine riesen Geldmenge da, die muss ja irgendwo hin. Ja. Und weiß ich nicht, ob der Lockdown das verstärkt, weil kein Mensch kann einkaufen gehen. Jetzt kaufen halt Aktien statt Klamotten. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ein Thema ist. Ja. Aber es ist wirklich, ich weiß nicht, ob es ein böses Erwachen geben wird, das weiß niemand. Ich hoffe es nicht, aber wenn es so wäre, dann hätten wir auch was, was wir noch nie gehabt haben. Weil jetzt haben wir den Corona-Crash gehabt und dann haben wir vielleicht ein Jahr später oder 1,5 Jahre später einen neuen Finanzcrash vielleicht, ja. Der durch Corona mit den Nachwehen vielleicht produziert wurde. Den Wer weiß es schon, ja. Impfcrash wird es dann genannt werden. Ja, wie auch immer. Ja. Naja, sag mal zum Thema Trading oder Börse vielleicht, was das Thema Lernen betrifft. Ja, wir haben jetzt gesagt, eine Lehrzeit, eine gewisse, wird man sich schon zugestehen müssen, aber gibt es Dinge, die das beschleunigen? Gibt es zum Beispiel aus deiner Sicht gute Börsenliteratur, aus der man wirklich einen Nutzen ziehen kann? Oder sind das eher alles halt Bücher, die vielleicht unterhaltsam sind, aber wo man nicht wirklich was lernen kann? Wie ist das deine Meinung zum Thema Börsen- oder Trading-Literatur? Also Literatur, da könnte ich mich eine ganze Bibliothek reinsetzen, ein halbes Jahr lang und durchlesen. Da gibt es wirklich großartige Bücher. Aber so zum Anfangen empfehle ich immer gern so drei. Da zum einen natürlich die Bibel der Charttechnik, das ist die technische Analyse der Finanzmärkte von Murphy, Murphy. ne? Ganz wichtig dann Clever Trading mit System von Saab. Und dann fand ich, allerdings schon vielleicht für spätere Phase, dann alles von Mark Douglas sehr hilfreich. Da ist ein Klassiker, Trading in the Zone, großartig. Ja, gutes Buch kenne ich, ja. Oder auch das lieber hierzulande, wo einen Autor kauft, Norman Welts, Trading Psychologie. Ähnlich. Ja, ja. Ich schaue kurz nach. Habe ich nicht gelesen, aber ist mir Genau, Trading bekannt, Psychologie. ja. Ja, also das wäre so das deutsche Pendant zum Mark Douglas Trading in the Zone oder wie heißt dann sein anderes klassisches Buch? Ach, mein Gott, mein Gedächtnis, Mark Douglas. Der disziplinierte Trader, das gibt es auch auf Deutsch. Das Trading habe in the ich Zone auch ja nicht. gelesen.
Ja, ich habe es aber auf Großartige Englisch Bücher. gelesen, weil ich nicht, damals nicht wusste, dass es auch ein deutsches Buch gibt, aber egal. Ja, also es ist wirklich, wirklich sehr Ja, und gute. hochinteressant für mich sind immer die Einblicke in die Denkweise anderer erfolgreicher Trader, wie in den Büchern Market Wizards natürlich und Jack Schwager. Ja. Oder auch nicht so bekannt, die weltweiten Gesetze des erfolgreichen Tradings. Das ist von einem Australier, Penfold, glaube ich, heißt der Brent Penfold. Der interviewt dort auch andere sehr bekannte erfolgreiche Trader. Und da ist immer irgendein Nugget dabei, das man sich rausglauben kann. Ob es jetzt Mindset-technisch ist oder was den Einstieg angeht oder den Ausstieg. Das ist eigentlich so rückblickend auch gesehen, was ich gerne schon früher gemacht hätte, mich an jenen zu orientieren, die schon da sind, wo man hin möchte. Ja, klar. Das wäre so eigentlich meine andere Trainingssünde gewesen, neben der vielen Dokumentation immer alles alleine machen zu wollen. Naja, das ist natürlich etwas, das man auch irgendwann wissen muss, wann man sich Hilfe holt und dass es jetzt keine Schwäche ist, sondern im Gegenteil eine Stärke ist, dass man halt irgendwann erkennt, bis wohin geht es alleine und ab wo brauche ich halt jemanden, der mich unterstützt. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine Trader-Krankheit ist, dieses einsamer Wolf, einsamer Cowboy spielen. Vielleicht, ja, weil es wirklich ein Business ist, wo du alleine irgendwo im Kämmerchen sitzt und Ja, traden kannst. genau. Du brauchst ja keinen Kontakt mit anderen Menschen. Grundsätzlich nicht. Beim Traden selber stimmt das schon. Aber natürlich, was das Thema Lernen betrifft, da ist es, wäre es natürlich nicht schlecht, wenn man jemanden hat, der schon erfolgreich ist, einen Mentor, wo man auch weiß, dass der halt, ja, es gibt ja auch viele unseriöse Angebote, gerade im Trading-Bereich. Muss man Oder? auch schon aufpassen, an wen man da gerät. Aber das ist ja kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und alles auf eigene Faust zu machen. So wie du das gesagt hast, auch ich hätte mir damals gewünscht, jemanden zu haben, der sein Wissen mit mir teilt und ich wäre auch bereit gewesen zu bezahlen. Nur damals gab es sowas eben nicht. Und Nee, das war damals halt. war das absolut, im amerikanischen Bereich etwas ein wenig, aber sonst bei uns Ja, gar nicht. klar, aber bei uns war das eigentlich nicht möglich. Ja, und jetzt poppt es gerade auf wie die Pilze, wie die berühmten Schwammerl, wie wir Österreicher sagen. Ja. Da muss man natürlich vorsichtig sein und seine Recherche machen. Und Das ist da habe auf ich dann jeden auch noch mal Fall. bald was Nettes. Ja, ich meine, wir tun es halt wahrscheinlich leicht, dass man so einen, weiß ich nicht, wie sagt man, Scharlatan irgendwo entlarvt, weil man ja relativ schnell bemerkt, ob der jetzt eine Ahnung vom Traden hat oder nicht. Aber wenn man als Beginner da reingeht in das Thema, ist es schwierig, ja, weil die natürlich genau wissen, wie sie die Leute anfixen. Aber Ja, genau, die richtigen Wörter in den Ads drin, richtigen Bilder. na klar, ja. Schon hast du die Angst, was zu verpassen. Ja, Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Sag mal, so vielleicht so gegen Abschluss des Gesprächs dann schön langsam. Wenn du jetzt mit Anfängern sprichst, was wäre aus deiner Sicht eigentlich der wichtigste Tipp, den du jemand geben könntest? Gibt es ja eigentlich sowas wie einen Tipp oder wäre das gar nicht realistisch? Müsste man einfach viel mehr erzählen? Oder gibt es ein Ding, auf das man als Beginner besonders achten sollte? Ja, gute Frage. Das versuche ich im Newsletter auch gerade runterzubrechen, aber es sind dann mehr als ein, zwei geworden. Aber wenn ich mich auf zwei versteifen müsste, dann wäre das erste eben testen, dokumentieren, auswerten, weiter testen. Das ist so in der Theorie ist Trading ja extrem simpel. Ja? Einfach rausfinden, was funktioniert, rausfinden, was nicht funktioniert, davon die Finger lassen. Das wäre es eigentlich schon und dazu brauchst du halt die Dokumentation. So, erster Tipp. Was du nicht misst, kannst du nicht verbessern. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn ich dann noch einen zweiten geben dürfte, dann wäre es der eben, such dir jemanden, ja, der schon da ist, wo du hin möchtest, oder sei es eine Gemeinschaft, ein Forum, Discord-Chat, oder einfach ein Buddy, ein Kumpel, der mit dir auch anfangen möchte. Und da muss halt die Leidenschaft unbedingt da sein. Das ist so, ja, eine große Trainingssünde, die ich immer wieder sehe, alles alleine machen zu wollen. Und haben wir ja schon darüber gesprochen, wenn man wirklich lernen möchte, Golf zu spielen, dann holt man sich halt einen Golflehrer oder einen Golfkurs. Ja, und nicht YouTube-Videos oder ein Buch und setze sich damit auf den Golfkurs hin. Ja, stimmt. Ist eine gute Ansage. Da hast du auf jeden Fall recht. Ja. In anderen Bereichen ist es gang und gäbe, sich Trainer oder Coaches zu suchen. Im Trading-Bereich hat man oft das Gefühl, dass alle glauben, sie müssen das alleine hinkriegen. Aber natürlich, klar. Ja, das ist auch, denke ich, diesen schlechten Ruf geschuldet, den die Branche auch hat. Und Ja, aber weißt du, ich hab mir da auch drüber Gedanken gemacht. Natürlich mache ich auch Online-Marketing und du ja auch. Ja. Irgendwo muss man ja auch auffallen oder gefunden werden. Aber wenn du sagst, schlechter Ruf, haben wir jetzt im Trading jetzt wirklich einen
schlechteren Ruf als in anderen Segmenten, weil im Online-Marketing sagt man immer wieder, gibt es drei große Geschäftsmodelle. Das eine ist das Thema Geld und da gehören wir mit dem Trading dazu. Das andere ist das Thema Ernährung und Gesundheit, da ist das große Thema Abnehmen zum Beispiel drinnen. Ja. Und das dritte Thema ist Relationship, also Beziehungen, ja, Dating und so weiter. So, jetzt sind wir quasi in einer der drei Bereiche mit dem Trading, aber wird nicht beim Abnehmen genauso viel Bullshit erzählt oder wird nicht beim Absolut, Dating? Absolut, wenn nicht mehr. Wenn nicht ja, mehr. Eben. Also wir sind ja jetzt nicht besser oder schlechter wie andere, ja, sage ich jetzt mal. Also jetzt ist das, hier als Trading-Bereich. Das ist jetzt, ein großartiges Thema. Ich habe darüber erst mal bei ein paar Bierchen mit Jungs darüber gesprochen. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt ansprichst, dieses Thema Abnehmen. Das Problem ist die Messbarkeit, glaube ich, weil beim Thema Abnehmen kriegst du halt ein Programm oder was auch immer, eine Diät und dann wird einem immer eingeredet, ja, du hast dich nicht dran gehalten oder hast deinen inneren Schweinehund nicht besiegt. Und bei allem, wo es darum geht, hatte Cash und man hatte hart verdientes, erspartes. Die wollen doch nur mein Geld. Und beim Trading siehst du ja auch sofort nach einem Trade, wie viel X Euro hast du verloren oder gewonnen. Und das ist dann einfach fast unfair messbarer, das Ganze, ja, was eigentlich ein Vorteil ist und kein Nachteil. Aber in dem Fall, in dem ist das sehr emotional tatsächlich, ja. Thema Abnehmen, Relationship, Geld. Aber im Geld ist es halt vielleicht bei uns gerade im deutschsprachigen Raum mit sehr viel Misstrauen verbunden. Ja. Das stimmt sicherlich. Also da haben wir halt bedingt durch unsere Weil es ja auch Geschichte. Die Bildung nicht gibt dazu. Und wo werden wir frag mal jemanden, der abgeht von der Schule, da soll dir mal einen Zinseszins ausrechnen über 10 Jahre. Oder was ein ETF ist und wie der funktioniert. Oder, naja, da ist natürlich sehr viel Nachholbedarf, aber das liegt sicherlich an Dingen, die wir jetzt, da würden wir jetzt noch 2 Stunden drüber reden, weil da einfach so viele Dinge falsch laufen. Ich meine, es laufen viele Dinge sehr gut auch bei uns. Bei uns sage ich jetzt immer in Mitteleuropa, Österreich, Deutschland, Schweiz, ja, da läuft auch vieles richtig und ich will jetzt auch gar nicht tauschen mit anderen Ländern, aber im Bereich Finanzen, da läuft einiges falsch. Ja. Das nee, es ist definitiv Jammern auf hohem Niveau. Ja, ich bin und bleibe sehr gerne Österreicher. Aber in Sachen Bildung stecken wir noch ein bisschen in den ja, ja, das, 40ern, 50ern, 60ern fest. Das stimmt schon. Sag mal, du hast gesagt, auch bei dem Thema Tipps, quasi sucht da jemanden, der das kann. Und du bist ja auf deiner Homepage auch aktiv als Coach auf michaelhinterleitner.de. Gibt es da Angebote für Trader-Anleger, die, wenn sie interessiert haben, sich das mal anschauen können? Du hast den Newsletter, aber was gibt es sonst noch bei dir? Ich versuche generell alles, was mir auf dem Herzen liegt, kostenlos rauszuhauen im Newsletter und Blog. Und habe dann letztes Jahr begonnen, mal mich zu öffnen für 20 Leute und mit denen zu zeigen, wie ich eine neue Strategieidee von Grund auf erarbeite, bis hin zur finalen, im Idealfall automatisierbaren Strategie. Das läuft jetzt schon seit Mai. Das läuft auch noch weiter. Das heißt, da nehme ich aktuell niemanden auf. Ob es so eine Challenge, ich mache das immer mit Echtgeld natürlich, transparent, ob und wann es die wieder geben wird, bin ich noch unentschlossen, aber eventuell im Frühjahr nochmal so eine Challenge aufmachen. Okay. Das heißt, das ist so eine Community, die dir quasi über die Schulter schauen kann, oder wie darf ich das genau, verstehen? Das haben wir, da machen wir regelmäßige Live-Calls über Zoom und die Aufzeichnung gibt es dann natürlich und das Ganze diskutieren wir über das Forum und über WhatsApp und über E-Mails sehr rege und mache dann auch immer wieder Einzelsessions, wenn es Fragen gibt, weil es sind auch 3, 4 völlige Einsteiger dabei und das macht überraschend viel Spaß, die von null weg ein bisschen an der Hand zu nehmen und okay, die Lernkurve etwas abzukürzen. Okay. Ja, das ist sicher eine sehr interessante und aber auch eine sehr gute Dienstleistung. Ich habe das auch was Ähnliches jetzt vor kurzem lanciert. Ging übrigens bei mir gestern los, mit so einer Art Teamcoaching, mit so einer Kleingruppe zu arbeiten und im Bereich von Algo Trading hier einfach die durch so einen Prozess zu führen, wie man solche Trading-Ideen von der Pike auf entwickelt. Und wenn du aber so ein neues Projekt wieder starten solltest, dann und jemand hat da jetzt Interesse, der zuhört, der kann sich bei dir im Newsletter eintragen und dann wird er da informiert. Ist das richtig? Genau, da haue ich das raus und zur Info, in der ersten E-Mail nach der Newsletter-Eintragung gibt es auch eine meiner Trendfolgestrategien kostenlos als PDF zugeschickt. Also cool. Falls du so ein bisschen Orientierung brauchst oder mal sehen willst, wie ich mir das erarbeitet habe, da kriegst du das zugeschickt kostenlos. Und in Kürze, ich erlaube mir mal einen Ausblick zu machen, hoffentlich kriege ich keinen Rüffel von meinen Partnern, aber wir werden im Laufe des Jahres hoffentlich möglichst bald so eine Art Stiftung Trading-Test
starten. Stiftung Warentest für die Trainingbranche. Okay. Ich erwähne das jetzt extra, weil wir von diesen Coaches und vom schlechten Ruf gesprochen haben. Mhm. Und mir ist das auch ein Anliegen hier, die mal ein bisschen durchzulüften und die echten Perlen auf die Bühne zu stellen, auf den Podest zu stellen, die sonst ein bisschen untergehen neben den lautschreienden Coaches, Börsenbriefen, Brokern etc. Also hier wirklich mal rauszupicken, was funktioniert. Auch wir machen hier auch Echtgelddepots, welche Anlageformen performen am besten parallel. Ja, und da haben wir einiges vor und darauf freue ich mich schon. Und da macht es immer Spaß zu tüfteln. Wollte ich gerade sagen, da habt ihr auch einiges vorgenommen, aber ich glaube, dass das ganz gut ist. Ich weiß nicht, ob es solche Bewertungsplattformen schon gibt im deutschen Sprachraum. Ich glaube, es gibt Affiliate-Seiten natürlich, aber ja. Ich sage mal so, wir machen das mit anonymen Echtgeldtests. Okay. Und lassen uns da nicht jetzt irgendwie von Affiliations beeinflussen, sondern wir sehen uns erst an, wer taugt denn wirklich was. Mhm. Und ja, machen dann auch für diese Tester und möchte auch, schauen wir mal, ob das angenommen wird, so eine Art Trade of the Day Challenge machen, wo erfahrene Trader ihre Trades einstellen und die werden wir dann auch mit Geldpreisen nicht überschwemmen, aber versorgen. Okay. So ein bisschen Education und Aufklärung in einem. Okay, interessante Ansätze. Da bin ich schon gespannt, was daraus wird. Wir werden das natürlich alle sehr interessiert verfolgen, welche Ideen du noch haben wirst. Ja, lieber Michael, wir sind damit aus meiner Sicht durch. Also ich glaube, es war ein sehr interessantes, sehr informatives und auch kurzweiliges Gespräch. Wir haben jetzt doch eine Stunde fast miteinander gesprochen. Die Zeit, die vergeht ja so wahnsinnig schnell, wenn man da ins Plaudern hineinkommt. Ja, war sehr angenehm. Ja, war auch für mich sehr, sehr angenehm. Ja, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit heute. Und wie gesagt, liebe Zuhörer, wenn ihr Interesse habt, euch die Angebote vom Michael nochmal zu Gemüte zu führen, dann bitte geht auf seine Homepage, Michael Hinterleitner, zusammengeschrieben, alles.de. Da könnt ihr auch für den Newsletter subscriben und ich werde natürlich alle wichtigen Links nochmals da in den Anmerkungszeilen unter dem Video posten. In dem Sinn, lieber Michael, danke nochmals. Ich danke Thomas für die Einladung, für das tolle Gespräch und dir und vor allem den Zuhörern ein tolles 21. Ja, und ja, sichert eure Positionen ab. Okay, danke lieber Michael. Dann alles Liebe, dir auch ein gutes Jahr und hoffen wir, dass wir bald aus der Geschichte draußen sind. Alles Liebe. Wieder einen Kaffee trinken können persönlich. Ja, genau. Servus, ciao. Ciao.